Ihr Lieben, Jesus lebt, das Grab ist leer, die Freude bei den Frauen ist riesengroß. Alle sollten es wissen. Nur, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht hier vorne. Ihr wundert euch vielleicht schon, da stehen schon so ein paar Sachen, die uns dabei helfen können, dass wir begreifen, dass die Auferstehung von Jesus vor 2000 Jahren auch für uns heute ganz arg wichtig ist. Ich habe diesen Schuh mitgebracht. Manche werden ihn wiedererkennen, die aus meiner Familie. Der steht, stellt euch mal vor, der steht für uns Menschen, für uns alle, die wir jeden Tag so durch unser Leben durchgehen. Also dieser Schuh. Und dann habe ich ein großes Blatt Papier mitgebracht. Das steht dafür, für die Dinge, denen wir vertrauen, die uns wichtig sind, das, was wir glauben, könnte man vielleicht auch sagen, da, wo wir uns draufstehen, worauf wir im Leben stehen. Und wenn es die Auferstehung von Jesus nicht gegeben hätte, oder wenn wir das nicht glauben, sondern meinen, dass nach dem Tod einfach alles aus ist, dann ist es ein bisschen so, wie mit diesem Blatt. Ich hänge das mal hier so rüber. Ihr von der Seite, ich weiß nicht so genau, ob ich es so machen kann, dass ihr es auch sehen könnt. Also ich hänge das mal hier so rüber und halte es mal fest. Was passiert, wenn ich jetzt diesen Schuh da drauf stelle? Oh, melden. Ben? Na klar, rums. Hält nichts, keine Chance. Das Blatt trägt nicht. Aber vielleicht habt ihr schon eine Idee, was man machen könnte. Dieses Blatt, wenn man es ein bisschen verändert, dann kann es helfen. Und zwar, wenn es nämlich die Auferstehung gibt, dann gibt es nicht was, was uns wirklich trägt. Ohne Auferstehung, da fällt es runter, wir haben keine Hoffnung. Aber mit der Auferstehung, da passiert was ganz Besonderes. Ich habe genauso ein gleiches Blatt, ich habe es nur schon mal vorgefaltet, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis ich jetzt hier hinstehe und ewig falte. Aber es ist genau das gleiche Blatt, hier so, nur ein bisschen kleiner, weil gefaltet. Das mache ich mal weg. Und wenn man dieses Blatt jetzt nimmt, schön gefaltet, und stellt es genau darüber und stellt, also jetzt die Vorstellung, erhält. Und so ist es mit unserem Leben. Wenn wir von der Auferstehung her leben, dann haben wir einen ganz festen Boden unter uns. Dann haben wir ein Fundament, auf dem wir im Leben draufstehen können, von dem wir ganz sicher gehen können, ganz egal, was passiert. Das Blatt trägt. Die Auferstehung, die ist ein fester Boden. Paulus, das war ein Mann, der hat ganz viel mit dem Auferstandenen Jesus erlebt. Der hat mal gesagt, der hat etwas Verrücktes gesagt. Der hat gesagt, die Kraft, mit der Jesus vom Tod auferweckt wurde, diese Kraft, die ist in uns, die wir Jesus nachfolgen. Die gleiche Kraft, und das können wir heute erleben, wenn wir durchs Leben gehen, das merken wir hier beim Schuh, wenn wir mit Jesus leben, es ist das gleiche Blatt wie das andere, das ich euch gezeigt habe. Aber da ist eine Kraft drin, die trägt uns durch unser Leben, die trägt uns ganz egal, was auch passiert. Dann habe ich noch hier diese Gläser mitgebracht, weil manchmal, da ist es im Leben ja ganz schön stürmisch im Leben. Also stellt euch vor, ich habe es ein bisschen blau gefärbt, damit auch die hinten, für euch ist es vielleicht ein bisschen schwer, aber die vorne können es bestätigen, ein Glas halb voll mit Wasser, mit so blauem Wasser. Und das Wasser steht für unser Leben. Und manchmal passiert es ja im Leben, da passieren Sachen, die sind nicht so schön. Da stellt sich unsere Welt so ein bisschen auf den Kopf, da wird stürmisch, wenn Dinge passieren, mit denen wir nicht so gut klarkommen. Vielleicht, wenn sich die Eltern mal ganz arg streiten oder wenn ich in der Schule eine schlechte Note schreibe oder wenn ich krank werde. Oder wenn jemand, der mir ganz arg wichtig ist, krank wird, wenn eine Beziehung zerbricht oder ganz schlimm, wenn jemand stirbt. Und da ist es manchmal so, da stellt sich das Leben quasi auf den Kopf und es fühlt sich an, ob alles Gute in unserem Leben uns einfach so durch die Finger rinnt und davon schwimmt und es geht uns nicht gut. Aber wenn wir jetzt, ich muss mich kurz abtrocknen, damit es gleich wieder funktioniert, was ich vorhab. Wenn es jetzt so ist, dass wir sagen, wir leben aus dieser Kraft der Auferstehung. Und selbst wenn die Auferstehung für uns sich vielleicht
nur so zart anfühlt, wie so ein Blatt Papier. Ich habe da mal groß Jesus lebt in meiner Krakelschrift draufgeschrieben, als Zeichen dafür, dass wir auf dem Boden der Auferstehung leben. Und wenn wir jetzt sagen, Jesus lebt und ich lebe mit ihm, dann dürfen wir das erfahren. Auch für uns, die wir das glauben, auch uns schüttelt das Leben manchmal ganz schön durch. Und auch unser Leben steht manchmal Kopf. Mal sehen, auch unser Leben steht Kopf. Aber wir sehen, das Wasser bleibt drin. Wenn sich die Eltern streiten oder wenn ich meine Pläne im Leben nicht mehr so funktionieren, die Auferstehung, Jesus erträgt uns, auch wenn die Stürme kommen, wenn unser Leben nicht so gut ist. Das ist so unsere Hoffnung. Jesus hält uns, Jesus hält unser Leben zusammen. Und er hat einen guten Weg für dich und du darfst ihm vertrauen und darfst ihn mit reinnehmen. Und das Schöne ist, selbst der Tod, der für alle Menschen, für die Großen wie für die Kleinen, was ganz Bedrückendes ist und uns allen ganz große Angst macht, selbst der Tod hat keine Chance gegen Jesus. Jesus hat gesiegt, er hat den Tod besiegt. Und wenn wir mit ihm leben, ist diese Kraft in uns und wir haben die große Hoffnung und die feste Hoffnung, dass auch wir eines Tages, selbst wenn wir gestorben sind, bei ihm sind. Deswegen ist Ostern für mich das allerbeste Fest im ganzen Jahr. Der Tod ist entmachtet, die Angst ist besiegt, Jesus lebt und alle, die mit ihm verbunden sind, die werden auch leben. Heute, morgen und bis in alle Ewigkeit. Und diese Osterfreude, die darf und soll uns durchfluten, unser Denken, unser Handeln. Wir leben als fröhliche Ostermenschen. Wir leben mit dem auferstandenen Jesus heute und für alle Zeit. Amen.